Hallo, da bin ich wieder zum zweiten Teil von Knuddelmors Päckchen. Und ja, jetzt geht's weiter. Ich habe noch nie ein Päckchen bekommen, wo so viele Sachen drinnen waren. Jetzt ist sich das sogar mit der Zeit nicht wirklich ausgegangen. Aber nachdem ich nicht stressen wollte, habe ich mir jetzt einfach die Zeit genommen, um noch ein zweites Video zu machen. Ja, also, es geht weiter mit dem Balea Young Soft and Care Tropical Lippenpflegestift. Ah, da sieht die Packung schon wieder so schön aus, dass ich es auch nicht auspacken will. Ich muss es einfach alles mal auspacken. Ach, immer diese Verpackungsfreaks. Und der ist bestimmt total toll und so, weil Tropical, ich liebe Tropical und das kann ich nicht auspacken, weil ich die Verpackung so schön finde. Und ihr wisst schon. Dann hat sie mir geschickt von Catrice, das war der da zerbrochen ist, diesen Lidschatten in der Farbe 010 Metallic Dust. Aber der ist total schön, ich habe den jetzt auch schon ein paar Mal verwendet als Pigment. Eben. Das sieht so aus. Na, jetzt habe ich das so. So sieht der aus. Das Problem ist ganz einfach, wenn Lidschatten zerbrechen. Nicht, dass ich mich das stört, wenn ich es als Pigment verwende, sondern dass die dann immer in allen Richtungen ausrinnen und so und dann so bröckelig zum Auftragen sind. Aber hier ist jetzt die Farbe mal schön. Und ich finde die Farbe auch total schön, die Glitzertöne und so. Ich muss mir jetzt so irgendwas einfallen lassen, dass das nicht in allen Richtungen immer rausfliegt, wenn ich es auch mache, weil da ist dann immer alles voll Lidschatten und das ist nicht so toll. Ich habe schon überlegt, ob ich den pressen soll. Aber ich weiß nicht, da müsste ich wieder extra die Sachen zum Pressen besorgen und so. Und ich glaube, da bleibe ich lieber bei dieser Pigmentform. Dann hat sie mir geschickt von Basic zwei Lacke. Zum einen die Farbe. Wo steht die Farbe? Wo steht die Farbe? Da gibt es keine Farbe. Da gibt es keine Farbe. Warum stehen bei Basic Lacken keine Farben drauf? Egal, auf alle Fälle ist es dieser dunkelgrüne Lack hier. Der schaut total schön aus und dieser rote. Die schauen beide sehr schön aus. Habe sie leider noch nicht ausprobieren können. Aber ich finde die total schön und auch sehr weihnachtlich und so. Schön. Dann hat sie mir geschickt von Isana so einen Hand- und Nagelbalmcreme. Ich bin schon gespannt, wie die ist. Die ist mit Aloe Vera und das hört sich schon mal sehr, sehr gut an, weil Aloe Vera ist generell gut für die Hände. Und meine andere Handcreme ist gerade ausgegangen, gestern in der Schule, wie wir Handmassage gemacht haben. Da habe ich meine genommen, weil die andere kam mir so komisch vor. Und jetzt habe ich diese bekommen und das finde ich toll, weil jetzt muss ich mir dabei keine neue kaufen. Dann hat sie mir geschickt so eine Anti-Pickel-Maske. Wenn ich mal Pickel kriegen sollte, werde ich sie verwenden. Momentan habe ich ja zum Glück keine. Dann dieses Glossy Lips Lip Gloss von Rival de Loup. Ich freue mich immer über Sachen von Rival de Loup und bezweifle ich die, wenn ich sie nicht bekomme. Der sieht so aus, das ist so ein ganz, ganz helles Rot. Das wirkt für Lippen auch so ganz hellrot. Ist total dezent und so, sowas mag ich. Das Problem ist nur, dass er auch noch nicht wirklich viel schmeckt. Das heißt, ich muss immer ein Balm oder so drunter geben, damit ich was zum Essen habe. Weil ich, ihr wisst ja, ich lutsche immer so meine Lippen rum. Und ja, aber auf alle Fälle ist das sehr dezent. Erinnert mich ein bisschen an dem aus der Creamelicious, an den roten. Und sowas mag ich total gerne. Dann hat sie mir geschickt von Dr. Hauschka so eine Gesichtswaschcreme. Mag ich auch voll. Ich habe es jetzt noch nicht benutzt, aber ich hatte die ja mal als Probe schon. Und Leute, ich habe bei mir in der Nähe einen Shop entdeckt, wo es Dr. Hauschka Sachen gibt. Das heißt, wenn meine Payot-Sachen, die noch relativ voll sind, nicht leer sind, außer das Tonic, das geht bald leer, dann werde ich mir Dr. Hauschka Sachen zulegen. Was ich ja auch schon längst vorhatte, aber dann habe ich meine Kosmetiklehrerin ja die Payot Paris Sachen verkauft, die auch ganz gut sind. Und ja, und die halten irgendwie auch schon ziemlich lange. Und ja, aber wenn die leer sind, werde ich mir Dr. Hauschka Sachen kaufen, weil ich ehrlich einen Shop in meiner Nähe gefunden habe, wo es die gibt. Und ja, jedenfalls hat sie mir diese Waschcreme hier geschickt und dabei habe ich mich mega gefreut. Dann hat sie mir noch drei Kajalstifte geschickt. Zum einen dieser hier von Esika, das ist ein schwarzer. Ich habe den noch nicht ausgepackt und ich lasse den jetzt noch einfach mal verpackt dabei. Dann hat sie mir geschickt Tombe 2, so einen Intensiv-Kohl-Liner in Violett. Und der ist einmal ein violetter Eyeliner, der gut Farbe abgibt. Das finde ich total beeindruckend. Wow, das ist so ein geiles Gefühl, der ist total weich, gibt total schön Farbe ab. Danke dafür. Endlich mal ein lilaner Kajal, der gut Farbe abgibt, wo ich nicht richtig aufdrücken muss, dass der auf den Augen zu sehen ist. Und so ein Ding ist auch dabei, was ich damit mache, weiß ich nicht. Was ist das eigentlich gut, sowas zum Verschmieren? Dahinter bin ich noch nie gekommen. Das war ja bei den Secrets of the Past Dingen hinten auch drauf. Ich glaube, zum Verschmieren ausblenden, oder? Naja. Der ist total schön auf alle Fälle und dann hat sie mir geschickt von Basic auch so einen Eyeliner in der Farbe 03. Ich habe das auch noch nicht ausgepackt. So. Und das ist so ein Blau. Der gibt irgendwie weniger gut Farbe ab. Ich glaube, damit werde ich Probleme kriegen.
Ich habe den vorher noch gar nicht geswatcht gehabt. Ich glaube, den kann man eher so als dunkle Base oder so verwenden. So sieht der aus. Also der ist eh schön, ja, aber ich glaube, dass mir der als Kajalstift fast zu schwer zum Aufdrücken ist. Weil ich hasse das nämlich, wenn ich bei Kajalstiften so voll aufdrücken muss, damit der Farbe runterkommt. Bei dem Lilanen zum Beispiel, bei dem Grauen war das so, ich bin nur leicht drüber gefahren, Farbe gibt ab und sowas liebe ich. Aber der, da habe ich jetzt voll stark aufdrücken müssen und sowas wende ich dann eigentlich nie als Kajal, lasse mir dann meistens was anderes einfallen. Und ja. Und dann hat sie mir noch geschickt zu einem Stift in Blau. So ein Glitzerstift, ich liebe Glitzerstifte, mal sehen, ob ich den auch auf der Handschuhe swatchen kann, ja. Also jetzt zum Schreiben auf Papier und so ist der. Ich liebe diese Stifte, ich habe da selber mal ein paar davon gekauft, die sind schon fast alle leer. Und die glitzern so schön, wenn man damit schreibt. Und sowas mache ich total gerne, dankeschön. Und dann hat sie mir noch geschickt von Essence, dieses Eyeshadow Duo in der Farbe 11, Very Flirty. Das hatte ich auch noch nicht. Ich muss jetzt mal, da hat sie mich überall so dick so drüber geklebt. Und ich habe das noch gar nicht geswatcht. Jetzt muss ich das mal schön aufmachen. Ups. So. Das ist das Weiß. Und das ist das Türkis. Ich glaube, das Weiß werde ich mögen, weil ich liebe weiße Lidschatten. Das Türkis weiß ich noch nicht, weil ich trage eigentlich nicht so Türkis in Lidschatten. Obwohl die Kombi sehr schön miteinander aussehen. Mal sehen, aber ich finde irgendwie, dass Türkis zu blauen Augen nicht so gut passt. Aber das Weiß ist total schön und so. Deshalb kaufe ich mir auch auf Duos, wo nur ein Weiß drin ist, so eine Farbe, die ich nicht so mag. Aber ich muss sagen, dass ich das Türkis total schön finde und ich glaube, dass ich es vielleicht verwenden werde, um andere Leute damit zu schminken und so, weil das mache ich ja auch öfters, weil es ist einfach wirklich total schön und die schimmern auch schön und so. Ich mag momentan diese Essence-Lidschatten eh total gerne. Das habe ich auch schon sehr, sehr viele davon. Und vor allem die neuen, also wie die da jetzt, sind total schön einfach und haben eben so einen metallischen Glanz und so. Steht da eigentlich auch metallisch dabei? Nein, da steht es gar nicht dabei, weil da steht bei vielen neuen nämlich dabei, aber die sind auch so metallisch. Total schön einfach. Und jetzt ist die Kiste leer. Das waren total viele Sachen, die du mir geschickt hast. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin da gesessen und mir nur gedacht, oh, wow, so viele tolle Sachen. Und ich habe natürlich sofort meine Favorites draus gefunden. Und vor allem über diesen Kajal habe ich mich mega, mega gefreut. Und über die Nagellacke und über die Glosse und über die Masken und über den Handbalsam und über die Mascara. Und ich habe mich über alles so gefreut, dass du mir das geschickt hast. Und Dankeschön, liebe Knuddelmoor. Ich finde das wirklich so total süß, dass du mir so viel geschickt hast und wirklich die Mühe gemacht hast, da noch ein zweites Päckchen zu schicken, nur weil deine Lidschatten zerbrochen waren. Das wäre auch gar nicht nötig gewesen und vielen, 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 vielen Dank. Ich werde jetzt auf alle Fälle, ich habe jetzt ein paar Sachen für dich gekauft und so, du weißt schon. Und das Päckchen werde ich jetzt auch dann demnächst mal abschicken. Bin noch nicht dazu gekommen, habe auch jetzt noch gestern ein paar Sachen gekauft so. Und ich hoffe, die gefallen dir dann auch und danke nochmal. Danke, 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 dass du mir so viel geschickt hast. Ich finde das wirklich so lieb, also mega, 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 mega lieb. Und ja, dankeschön. Dann könnt ihr mir wieder sagen, ob ihr Sachen davon besitzt und so, wie ihr die findet und bla bla bla. Ihr wisst schon, ich freue mich immer über eure Kommentare, über eure Meinungen dazu. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.